Herzlich willkommen zum Podcast der Bertelsmann Stiftung. Das Thema heute: Werte, was die Gesellschaft zusammenhält. Werte. Ein Begriff, der vor kurzem noch gänzlich aus der Mode gekommen schien, feiert heute in vielen Bereichen ein bemerkenswertes Comeback. Vor allem in weiten Teilen des Wirtschaftslebens werden nachhaltiges Denken jenseits des Aktienkurses und Verantwortung der Unternehmen für die Gemeinschaft eingefordert. Der Gründer der Bertelsmann Stiftung, Reinhard Mohn, hat diese Werte als Unternehmer immer gelebt und vorgelebt, lange bevor sie in betriebswirtschaftlichen Seminaren Einzug hielten. Anlässlich des 85. Geburtstags von Reinhard Mohn hat der Bertelsmann Verlag im vergangenen Jahr das Buch »Werte, was die Gesellschaft zusammenhält« herausgegeben. 16 namhafte Autoren suchen ihre ganz eigenen Antworten auf die Frage, was die Gesellschaft zusammenhält und wodurch dieser Zusammenhalt bedroht ist. Einblicke und Anregungen rund um das Wertethema liefern unter anderem Bischof Wolfgang Huber, der Theologe Hans Langendörfer, die Wissenschaftler und Empiriker Werner Weidenfeld, Hans Joas und Klaus-Peter Schöppner sowie die Vorstandsmitglieder der Bertelsmann Stiftung Liz und Brigitte Mohn und Johannes Meyer. Wie ist es um die Wertedebatte in Deutschland bestellt? Politikwissenschaftler Warnfried Dettling warnt vor einer negativen Kultur des Wandels, die er unter anderem an der Art und Weise der Reformdebatten festmacht. Deutschland durchlebt eine Zwischenzeit, eine Zeit des Übergangs. Die Unsicherheit darüber ist groß, wie es weitergehen wird, individuell und kollektiv. Das Vertrauen ist nicht mehr so da wie in den 50er und 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, dass die Kinder es einmal besser haben werden als die Eltern, ein ganz wichtiger Punkt natürlich. Und schließlich spüren die Menschen, dass ihr Leben immer mehr einer Fahrt auf offener See gleicht und nicht mehr dem Ankern in sicheren Hafen. Und das macht die Grundbefindlichkeit der Menschen durchaus eine andere und erklärt wiederum, warum sie Sehnsucht haben nach sicheren Verhältnissen, warum Sicherheit ein hoher Wert ist und warum auch die Orientierungssuche massiv zunimmt. Je unsicherer die Umwelt erlebt wird, umso größer der Wunsch natürlich nach Sicherheit und nach Orientierung. Meinungsforscher Klaus-Peter Schöppner liefert die passenden Zahlen zu dem von Dettling gezeichneten Bild. Aus dem Sozialstaat Deutschland, der einmal von Solidarität, Miteinander und Kooperation geprägt war, ist nach Ansicht Schöppners ein Staat mit mangelndem gesellschaftlichem Konsens geworden. Die Entsolidarisierung Deutschlands erreicht Maximalwerte. So beklagen 83%, dass es vielen zu leicht gemacht wird, sich im Sozialstaat auszuruhen. Ebenfalls 83% kritisieren, dass sich zu viele ihren Verpflichtungen gegenüber der Gemeinschaft entziehen. 74% sagen voraus, dass unsere Gesellschaft auseinanderfallen wird. Politik und Wirtschaft stehen in der Verantwortung. Die Politik muss den Menschen Visionen, Verlässlichkeit, Schutz und Perspektive geben. Die Unternehmen müssen den Beschäftigten in Zeiten sich schnell ändernder Arbeitsbedingungen Beschäftigung, Selbstverwirklichung, wirtschaftliches Auskommen und damit ein Mindestmaß an Sicherheit garantieren. Beides vermissen die Menschen immer häufiger. Eine Politik, ich nenne das mal die gute Wirtschaft, muss letztendlich ein Commitment herstellen zwischen den wirtschaftlich Verantwortlichen und den Bürgern. Das politische Ziel muss sein, von der jetzt vorherrschenden Mentalität der Gewinnmaximierung zu einer Gewinnoptimierung zu kommen. Gewinnoptimierung besagt auf der einen Seite natürlich, dass Gewinne stattzufinden haben, dass es ohne Gewinne natürlich nicht geht. Aber Optimierung heißt, dass es insgesamt langfristig besser ist, vielleicht etwas geringere Gewinne einzufahren und von daher die Mentalität, die Interessenslage, das Engagement, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Bevölkerung zu stärken. Mit einer bloßen Debatte um die richtigen Werte ist es in der Politik und in der Wirtschaft also nicht getan. Vielmehr müssen einer Debatte auch substanzielle Reformen folgen. Das meint auch Politikwissenschaftler Warnfried Dettling. Dettling sieht die Bundesregierung dabei auf dem richtigen Weg. Man kann schon sagen, dass die Große Koalition in wichtigen Feldern der Politik auch unter dem Aspekt der Werteorientierung neue Akzente gesetzt hat. Ich denke da vor allem an die Familienpolitik. Die neue Familienpolitik, die Renate Schmidt und vor allem Frau von der Leyen gemacht hatten, die von der Bertelsmann Stiftung unterstützt worden ist, führt ja dazu und legitimiert sich dadurch, durch die Frage, wie kann unter veränderten Verhältnissen so etwas wie dauerhafte Beziehungen, Familie und Kinder wieder in den veränderten Lebenslauf eingepasst werden. Und das ist natürlich eine ganz wichtige Sache. In einer unsicheren Welt werden auch
sichere persönliche Beziehungen, auf die man sich verlassen kann, wichtiger. Und hier ist es entscheidend gewesen, dass über Werte nicht nur geredet wurde, wie lange Zeit, sondern dass im Beispiel der Familie gewissermaßen diese Beziehungen, diese Dauerhaftigkeit, diese Geborgenheit auch wieder möglich ist. Das Sicherheitsbedürfnis der Menschen in der globalisierten Welt erkennt auch Bischof Wolfgang Huber. Er behandelt in seinem Beitrag die verstärkte Ausrichtung der europäischen Welt auf die globalisierte Wirtschaft. Die wachsende Bedeutung von Finanzkraft, Lohnnebenkosten und Konkurrenzkampf im Leben aller verstärke auch die Suche nach sinnstiftenden Gegenkräften. Religion ist wieder gefragt, so Bischof Huber. Die Kirchen befinden sich jedoch in einer Spagatsituation. Ihre finanziellen Spielräume werden enger und damit auch ihre faktischen Handlungsspielräume. Gleichzeitig wächst jedoch wieder die Nachfrage nach geistiger Orientierung. Die Bedeutung der geistigen Orientierung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt hat auch Reinhard Mohn immer wieder betont. Er verdeutlichte aber, dass Werte nicht nur in den Religionen hervorgebracht werden, sondern in allen Institutionen einer Gesellschaft entstehen müssen, auch in Unternehmen. Wenn man in der Verfassung auch zum Beispiel den Grundsatz stehen hat, dass Eigentum verpflichtet oder dass auch Verantwortung verpflichtet als Unternehmer, dann können Sie Dinge, die verkehrt sind, nicht einfach hinnehmen. Dann müssen Sie als engagierter Bürger sagen, das geht mich auch an. Und das habe ich eben in gutem Maße, glaube ich, und praktischer Form und nützlicher Form in der Stiftung getan. Haben Sie Interesse an dem Buch Werte, was die Gesellschaft zusammenhält? Unter der E-Mail-Adresse info@bertelsmann-stiftung.de können Sie es kostenlos unter Angabe Ihrer postalischen Adresse bestellen. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Podcast. Auch in Zukunft informiert Sie der Bertelsmann-Podcast alle 4 Wochen über Reformthemen und Reformprojekte in Deutschland. Wir würden uns freuen, wenn Sie ihn abonnieren. Aktuelle Informationen zur Bertelsmann-Stiftung und zu gesellschaftlichen Kernthemen finden Sie im Internet unter www.bertelsmann-stiftung.de.